Klaus von technophil.de auf der IFA bei LG. Ich habe hier für euch das LG Elfino. Das ist eins der Nachfolgemodelle der L-Serie, bei der man jetzt von dem Nummernschema 70, 90 und so weiter weggeht hin zu richtigen Namen. Die 70er-Serie wird durch das Fino ersetzt. Das ist halt ein kleines Gerät, relativ klein, 4,5 Zoll. Kommt mit einem WVGA-Display, Gigabyte RAM, 4 GB Speicher, 8 Megapixel Kamera und eine Frontkamera mit in VGA-Auflösung. 1900 mAh und Android KitKat zusammen mit der LG-Oberfläche, wie sie auch auf dem G3, auf dem Topmodell drauf ist, ist hier vorinstalliert. Ist ein relativ angenehm in der Hand liegendes, kompaktes Gerät. Jetzt nicht gerade das flachste, wenn wir mal hier das Seitenprofil uns anschauen. Hier übrigens in einer sehr spannenden Farbe, die anscheinend rot genannt wird, aber auf den ersten Blick eher braun, mit so ein bisschen lila aussieht. Finde ich jetzt mal ganz was anderes. Eine mutige Farbe sicherlich, aber kann man sich mal ein bisschen abgrenzen. Und ja, schwarze oder weiße Telefon hat ja jeder mittlerweile. Und fühlt sich so von der Bedienung her schön flüssig an. Macht eigentlich einen guten Eindruck. Guck mal kurz das Display. Das macht auch einen sehr ordentlichen Eindruck. Kostenpunkt soll ca. 179 Euro sein. Es gibt dann noch die nächstgrößere Variante. Das dürfte dann der Nachfolger des L90 sein. Der nennt sich Bello. Kostet nur 10 Euro mehr, 189 Euro. Das zeige ich euch aber dann in einem separaten Video.